Moin, hier wieder bei unserer Serie Die einfachsten Heimtrainingsvideos der Welt. Heute kombinieren wir Crunches zusammen mit Ausfallschritten und die Ausfallschritte wirklich mit einem leichten Sprung. Wir gleiten heute nicht, sondern machen wirklich den Ausfallschritt konzentriert nach vorne. Nehmt bitte immer Rücksicht auf eure Nachbarn. Also ihr geht nach vorne und dann mit einem leichten Sprung nach oben. Und dann nächstes und leichter Sprung nach oben. Müsst halt gucken, dass ihr für zwei Platz habt, dann geht ihr wieder zurück oder ihr dreht euch um. Ja. Also wirklich den Ausfallschritt. Und dann in die andere Richtung. Macht so 20 bis 30 Ausfallschritte, nicht mehr, weil wir diese Power drin haben, also diesen Sprung. Und danach die Crunches. Ihr könnt gerne, wenn ihr das möchtet, also für manche ist es hilfreich, ein kleines Handtuch im Rücken legen. Ansonsten die Beine quasi hier so leicht angewinkelt. Und jetzt geht ihr hier sozusagen ins Hohlkreuz. Und dann legt ihr den Rücken flach auf und kontrolliert die Bauchmuskulatur. Und kommt ein bisschen zusammen. Also die Schultern heben quasi vom Boden leicht ab. Ja, crunchen, wie Nüsse knacken. So zieht man sich zusammen, dass man die Hauptarbeit hier im Bauch macht. Und da denke ich, reichen eigentlich auch 10 Wiederholungen, wenn man so eine Spitzenkontraktion drin hat. Ihr könnt bis zu 20 machen, wenn ihr fit seid. Dann eine Minute Pause und dann könnt ihr gucken, wie gesagt, 5 bis zu 20 Durchgänge. Viel Spaß, bleibt dran, bleibt fit.